Ich glaube, wir dürfen jetzt überhaupt nicht vorschnelle Schlussfolgerungen ziehen. Und ich finde auch, was sich die AfD gestern geleistet hat in ihren Tweets, dieses wirklich tragische Unglück und insbesondere auch die überhaupt nicht vorhandene Trauer gegenüber der Familie zum Ausdruck zu bringen, verbietet es sich aus meiner Seite aus, jetzt schon Entscheidungen darüber zu treffen. Ich denke, dass die Verteidigungsministerin gestern durch ihren Besuch einen deutlichen Hinweis auch des Aufklärungswillens gegeben hat. Und ich finde, die Expertinnen und Experten vor Ort müssen uns jetzt die Schlussfolgerung geben. Und nach meinem Kenntnisstand werden auch morgen die Fachkolleginnen und Fachkollegen im Verteidigungsausschuss entsprechend informiert. Ob man dann schon Schlussfolgerungen treffen kann, das will ich dem morgigen Tag erst vorbehalten. Da gestern dieser furchtbare Unfall mit den Eurofightern ja auch in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hat oder passiert ist, will ich zunächst auch klar und deutlich mein Beileid den Angehörigen zollen von dem umgekommenen Piloten. Ich finde es ganz dringend, dass es sehr präzise aufgeklärt wird, was dort passiert ist, warum ein solches Unglück passieren konnte, ob das eventuell wieder passieren kann. Das ist dringend notwendig und rate allen jetzt von vorschnellen, klugen Ratschlägen Abstand zu nehmen, solide zu analysieren und dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Vor allen Dingen müssen diejenigen, die jetzt die Aufklärung vorantreiben, müssen agieren.